Servus Stefan. Servus. Herzlich willkommen beim VfL Garching. Du bist von Augsburg 2 zu uns, von der Regionalliga in die Bayernliga jetzt gewechselt. Du hast vorher verletzt, habe ich gehört. Wie hast du deine fußballfreie Zeit genutzt oder auch einfach verbracht? Jetzt eben durch Krafteinheiten, durch Entlastung des Knies und spezialisierten Trainingseinheiten vorbereitet, dass ich eben fit bin und eine verletzungsfreie Saison spielen kann. Super. Wie bist du zu uns gekommen? Der Kontakt zum Daniel Weber steht schon seit über 10 Jahren und der ist ja nie wirklich abgefallen. Und dadurch ist es jetzt eben so entstanden, dass du auch durch den Aufstieg in die Bayernliga und durch die super Mannschaft habe ich mich eben dann für den VfR entschieden, weil das für mich fußballerisch und auch persönlich die beste Wahl ist und war. Du sagst gerade, du bist super aufgenommen worden. Kannst du noch was Details nennen? Wie geht die Mannschaft mit einem neuen Spieler um, der vielleicht von oben kommt, vielleicht auch ein bisschen erfahren ist, obwohl er vom Fußballerischen erfahren ist, obwohl er vielleicht doch nicht der Älteste ist? Ja, man kommt in die Mannschaft, jeder ist sofort nett zu dir, jeder nimmt dich auf. Wenn irgendwas nicht so klappt, man wird angefeuert, es steht jeder hinter dem anderen und das ist einfach super, das braucht man im Fußball und so soll es sein. Super. Wie kannst du dich bei uns einbringen? Du bist Stürmer, wir haben kaum Stürmer gehabt, wir haben eher mit Mittelfeldspielern gespielt. Was sind so deine Stärken? Ja, ich versuche eben meinen guten Torabschluss im Spiel durchzubringen, versuche der Mannschaft auch vielleicht in gewissen Situationen weiterzuhelfen, versuche natürlich meine Stärken mit einzubringen und dass wir eben eine erfolgreiche Saison zusammenspielen und dass eben der Nichtabstieg frühestmöglich gesichert wird. Nichtabstieg ist also so das Ziel für die kommende Saison, erstmal der Nichtabstieg und dann so schnell wie möglich schauen, was noch geht. Genau, also frühestmöglich den Nichtabstieg, dann oberes Mittelfeld, da würde ich sagen, ist nicht unmöglich, müssen wir Gas geben, aber wir haben eine gute Mannschaft und deswegen schaffen wir das auch. Super, dann wünsche ich euch und dir speziell erstmal ein gesundes Jahr und ein erfolgreiches Jahr und hoffe, du beglückst uns mit einigen Toren. Danke, Stefan. Super, danke.